Hallo und willkommen im Ostuferhafen, dem größten zusammenhängenden Hafenteil und Fracht- und Logistikzentrum des Port of Kiel. Der Ostuferhafen ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen, im Transport wie auch im Passagieraufkommen. Zeit, das Entree grundlegend neu zu gestalten. Wo früher Getreidespeicher standen, wurde auf knapp 3 Hektar eine großzügige Vorstaufläche für Lkw, Zugmaschinen und Pkw geschaffen. Mit freier Sicht auf das Gate sowie Tracker- und Passagier-Check-ins. Die Fläche ist, was einem auf den ersten Blick auffällt. Was man nicht sofort sieht, ist die dazugehörige automatische Kennzeichenerkennung, die für geschmeidige Abläufe und eine sprachbarrierefreie Abfertigung sorgt. Und das Ganze made by Port of Kiel. Hallo Jan! Hallo. Du hast Agios entwickelt. Erzähl mal, was hat es damit auf sich? Ja, Agios ist unser neues Gate Operation System. Wir haben uns gefragt, wie können wir noch die Projekte in der Zukunft gestalten? Was können wir wirklich komplett verbessern? Besonders die Digitalisierung spielt eine große Rolle. Wir möchten immer eine Transparenz bekommen, was auf dem Hafen passiert, besonders innerhalb des Hafens. Hier ist der Vorstauplatz. Hier sind die ganzen Lkw und warten darauf, dass sie auf die Fähre kommen oder von SCA beladen werden. Wir haben in den letzten Jahren Parses eingeführt, das ein System ist, was diese LKWs aufruft. Das heißt, die registrieren sich am Dispatch Office und werden dann per SMS aufgerufen. Dann fahren sie durchs Gate. Das passiert vollautomatisch mittlerweile. Wir haben dieses Jahr Agios eingeführt. Was heißt Agios? Agios steht für Automated Gate Information and Operating System. Ganz wichtig ist uns, dass es automatisiert funktioniert. Wir arbeiten nach dem Prinzip Aschenputtel. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Das heißt, die Wache muss sich in der Regel gar nicht darum kümmern, ob die Einheit berechtigt ist, in den Hafen zu fahren oder nicht, sondern kann sich nur auf die Problemfälle beziehen. So, jetzt fahren wir gerade rein. Ist das eigentlich normal, dass ein Hafen sich so ein Programm selber schreibt? In der Regel ist es nicht so. In der Regel werden große Firmen rangezogen, die spezialisiert sind auf diese Produkte. Die bieten dann ein Standardprodukt, was sie dann relativ teuer verkaufen, was von der Installation her auch sehr komplex ist und wo die Projektlaufzeit auch sehr lange ist. Das heißt, wir sind da momentan eher die Ausnahme, dass wir eigene Systeme schreiben, die spezialisiert sind auf das, was wir wirklich machen müssen. Du bist ja derjenige, der das federführend gemacht hat, oder? Genau, die Idee kam im Urlaub. Wie im Urlaub? Deswegen heißt es auch Agios. Also ich war auf einer griechischen Insel und wie das im Urlaub ist, man ist entspannt, man hat keine Projekte, man hat den Kopf frei und in dem Moment kommen man dann Ideen, wie man auch Dinge verbessern kann hier im Hafen. Die Herausforderung ist ja erstmal, man fängt von der grünen Wiese an, beziehungsweise nicht ganz. Wir haben ein Gate, was schon Bestand hatte und was auch baulich nicht veränderbar war. Und dadurch war es halt extrem schwierig, die perfekten Kamerastandorte vorher zu planen. Wir mussten die Kamerawinkel ausprobieren, wir mussten die Spuren schauen, wie es funktioniert. Wir mussten Technik natürlich anschaffen, evaluieren. Und natürlich ist das gesamte Zusammenspiel, das ist ja nicht nur einfach eine Kamera aufbauen und dann eine Kennzeichenerkennung drüber laufen lassen, sondern entsprechend ist dieses Zusammenspiel von Komponenten auch extrem wichtig. Es gibt da auch auf dem Markt sehr viele Systeme, die im Bereich Carparking sind. Die haben zum Beispiel nur ein Kennzeichen, was sie scannen. Und wir haben ja die LKW und die haben einen Trailer hinten dran. Das heißt, wir haben mindestens 2 Kennzeichen, die wir auch matchen müssen. Die Kameras sind in der Spur. Eine Frontkamera haben wir und eine Hinterkamera. Der LKW fährt also auf das Gate zu. Wir bekommen in der Regel das Frontkennzeichen zuerst mit. Dann können wir schon mal in 3 verschiedenen Systemen nach einer Buchung suchen. Und dann wird, wenn der entsprechende Trailer dann auch sichtbar ist in dem Bereich, wird auch das Trailer-Kennzeichen gematcht. Welchen Vorteil hat das, so ein System selber zu entwickeln? Also in erster Linie sind wir damit sehr flexibel. Wir können immer auf die Prozessanforderungen reagieren. Also so ein Projekt ist bei uns nicht so, dass es fertig geschrieben ist und dann entsprechend entwickelt wird, sondern das ist ein agiler Prozess. Wir gucken uns die Anforderungen an vor Ort und können dann ganz speziell darauf reagieren und können jederzeit die Software daran anpassen. Und das ist eben natürlich ein großer Unterschied. Wir sind hier an der Einfahrt des Terminals, das Gate im Wachhäuschen.
Und ich zeige euch mal, wie Argos funktioniert. So, Jan, für dich ist das wahrscheinlich alles ganz normal und du weißt gar nicht, was du hier erklären sollst, aber erzähl uns doch mal, was wir hier jetzt sehen. Ja, das ist die Oberfläche von Argios. Wir haben hier genaue Informationen, um welche LKW das sich handelt, die an das Gate fahren oder die aus dem Gate rausfahren. Wir erfassen zum Beispiel die Kennzeichen, wir erfassen die Ladungsgüter, wir erfassen die Transportnummern, wir erfassen die Speditionen, wir erfassen den Kunden und ganz besonders da ist auch wichtig, dass wir zwischen SCA und DFDS unterscheiden können, weil der komplette Terminalprozess ganz anders sich gestaltet. Ich sehe jetzt alles grün, ist das gut? Grün ist gut. Grün heißt, die Schranke ist automatisch aufgegangen und alles passt. Das ist nicht immer der Fall, aber es gibt oft auch mal den Fall, dass ein falscher Trailer angeliefert wird. Und auch der besondere Fall, der ganz oft auftaucht, dass die Trailer nicht angemeldet worden sind. Besonders bei der Abholung ist das eine Sache. Da müssen wir natürlich sicherstellen, dass dieser Trailer auch von der entsprechenden Spedition abgeholt werden darf. Und dann kann es mal sein, dass die Schranke unten bleibt und alles rot wird und entsprechend dann auch dieses Fahrzeug zurücksetzen muss. Wir haben das Projekt im März freigeschaltet und das Konzept seit ersten Gedanken sind ungefähr mindestens 1,5 Jahre vergangen. Wir möchten Software live bringen, die entsprechend auch gut getestet ist und funktioniert und nicht, dass wir erstmal 2 Monate lang damit beschäftigt sind, die Software am Laufen zu bringen. Persönliches Highlight, dein Hafen-Highlight dieses Jahr? Also mein Highlight war tatsächlich, als die Schranke das erste Mal automatisch sich geöffnet hat. Ich habe vorher immer auf den Monitoren geschaut, wir haben viel Homeoffice gemacht und da musste ich dann auf die Kameras, auf den Videostream gehen und so habe ich lange Zeit gar nicht gesehen, wie es in echt aussieht. Und das war schon so ein Augenöffner, als man dann hier vor Ort war auf einmal. Man sieht, die Arbeit hat sich gelohnt und es funktioniert auch tatsächlich. Die Schranke öffnet sich und es ist so, wie man sich das vorgestellt hat. Einen derjenigen, die das System täglich anwenden und der normalerweise auf diesem Platz sitzt, lernen wir jetzt kennen. Hallo, ich bin Thomas Thomsen und das ist mein Arbeitsplatz. Ich kümmere mich als Teamleiter der Hafensicherheit im Ostuferhafen um die Sicherheit und den reibungslosen Ablauf des Lkw-Verkehrs am Ostuferhafen. Seit dem Umbau des Hafenvorfeldes, sprich das Einreißen der Getreidehallen, hat sich hier so einiges verändert. Der Hafenvorplatz ist weitaus größer geworden. Das bedeutet für uns auch unter anderem, dass wir die Zugmaschinen, die hier leer stehen, die Trailer gebracht haben oder auf Trailer warten, nicht mehr im Hafengelände haben, sondern dass wir die draußen haben. Sprich, wir haben draußen viel mehr Platz, um die LKWs vorzustauen und im Hafen dadurch mehr Platz erhalten, um die LKWs an ihre Destinationen zu bringen. Die Einführung von Argios, beschleunigt durch die Corona-Epidemie im Frühjahr, hat uns innerhalb kürzester Zeit relativ viel gebracht, insofern als dass wir jetzt weniger mit dem Warenverkehr oder der Ausgabe von Papieren oder der Bearbeitung von irgendwelchen Anlieferungen weniger Zeit verbringen, dadurch, dass das Dispatch Office draußen schon diese Papierarbeit abnimmt, beziehungsweise DFDS auf der anderen Seite eben auch kontaktlos arbeitet und die sämtlichen Trailerpapiere in den Trailern verbleiben, haben wir durch Argios mehr Zeit erhalten, um uns um die eigentlichen Themen zu kümmern, also auch den Vorplatz zu sortieren, dafür zu sorgen, dass hier keine unbefugten Personen in den Hafenbereich eingehen, dass das hier ein sicherer Hafen einerseits ist und eben aber auch ein Hafen, wo die Leute gerne kommen und wo alle miteinander gerne arbeiten. Mit diesem Argios-Programm hat die IT wirklich eine Riesennummer gelandet. Das haben die innerhalb kürzester Zeit so nahezu perfekt auf die Beine gestellt. Die LKWs können durch die Kennzeichenerkennung in einem viel stetigeren Fluss hier raus und rein fahren, was besonders zu Zeiten der Rush Hour, sprich also wenn das Schiff gerade angelegt hat, natürlich sehr hilfreich ist, um Stauungen bis zum Schiff zu vermeiden, die es durchaus früher gegeben hat. Die größte Herausforderung dieses Jahr? Die größte Herausforderung?
wahrscheinlich den Kollegen das Agios-System nahezubringen. Inzwischen ist die Wache doch sehr computerisiert. Und manchmal ist es schwierig, denen noch darzulegen, dass wir tatsächlich kontaktlos arbeiten und dass es gar nicht notwendig ist, irgendwelche Fenster aufzumachen, weil alles im Computer steht. Kontrollfahrt, oder? Mhm. Wie sieht eure Runde immer so aus? Immer verschieden, immer zu verschiedenen Zeiten auch vor allen Dingen. Und im Grunde genommen sollten wir einmal in der Woche einmal den Zaun rundherum kontrolliert haben. Was sind das für Striche auf dem Boden, denen wir jetzt gerade folgen? Das sind die Leitlinien für die LKWs. Angeschlossen an das Agios-System ist auch ein Bildschirm, der den LKWs den Weg im Hafen weist. Sprich, wir haben ein Farbsystem mit Linien, grün, rot und blau. Grün sind Trailer für Klaipeda, rot die Selbstfahrer für Klaipeda, also auch DFDS, und blau sind die Papier-LKWs für SCA. Sprich, wenn Sie diesen Linien folgen, dann sollten Sie genau dahin kommen, wo Sie entweder Trailer abstellen oder sich in die jeweils richtige Selbstfahrerspur aufstellen oder eben in die Richtung der Schuppen geleitet werden, um Papierrollen oder Palettpapier aufzunehmen oder Zellstoff zu laden. Der Ostuferhafen ist einfach der spannendste und der abwechslungsreichste. Und der größte Hafen in Kiel, insofern auch mir der liebste.